Hallo ihr lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Balloon Star Defense 5. Die nächste Mastery- und Plattformmission steht an und wir gucken erstmal, welche Map wir spielen werden. Je nachdem werde ich natürlich dann meine Dings auswählen. So, wir brauchen noch zwei bei Anfänger und zwar die mag ich nicht, die Weltraumfahrt. Die ist super räudig. Das sind schon 1200, nice. Gut, Roswell ist die nächste Mission. Was kann man denn da Schönes an Spezialhaus nehmen? Boomerang Dojo? In der heißen Wüste, denke ich mal, werde ich auch eine Ice Tower setzen. Tarnballons kann ich mit den Boomerangs nicht killen, aber Eisfestung ist dafür auch nicht gedacht. Ja, machen wir Boomerang und Eisfestung. Wir können mal nur noch die beiden Blumen mitnehmen. Lass 10.000 Blumen mit Anthony Chapshiwinden platzen, krieg zwei Ninja-Affen und hier die 500.000 Blumen platzen lassen, $250. Wie auch in der letzten Folge gesagt, kriegt man das bei Mastery in einer einzigen Runde hin, bei Mastery und Platzbar. Das ist da no problemo. So, Roswell, dann zeig mal, was du drauf hast. Die Musik ist so geil. Richtige Kampfmucke. Mach mal eins. Die Boomeränge kann ich jetzt nicht wirklich so setzen, dass es optimal, dass der Boomerang optimal fliegt, dass er noch mehr Bloons killt. Müsste ich ihn hier vorne hinsetzen, so, ja, damit er so ein bisschen kreisförmig schießt. Mach mal hier, das ist okay. Weißt du, dann fliegt er einen Bogen und würde ich ihn hier hinsetzen und der würde hier angreifen, dann würde er halt der Rest hier unten landen, bei dem Zaun. Und das ist nicht so cool. Achso, ich habe diesmal ohne Spezialagent am Anfang, ist in Ordnung. Dafür setzen wir hier wieder. Doch, hier setzen wir mal zwei hin. Beim letzten Mal waren es die Ninja-Affen gewesen, die natürlich mega stark sind. Aber hier habe ich jetzt halt nur Boomerang-Dojo und Eistürme. Die Eistürme natürlich ganz klar, ist mega stark. Aber es könnte sein, dass hier Bloons durchkommen. Aber gut, hier sehe ich schon mal auf jeden Fall einen Eisturm, den ich hier reinsetzen werde. Und hier so überall halt die ganzen Ecken. Ja, klar, kommt durch, ist kein Ding. Da. Theoretisch müsste ich hier einen hinsetzen. Oder hier, ne, hier muss ich einen hinsetzen. Noch einen, der halt Glyphenführer macht. Jetzt werden wir erstmal ganz kurz hier Dings hinsetzen, Bananenplantage. Siehst du, hier zum Beispiel natürlich eine kostenlose Bananenplantage, ziemlich geil. Aus dem Grund, da ich hier mit dem Boomerang angefangen habe. Ja, so das zu meiner Taktik. Ich werde hier auf jeden Fall in die Mitte einen arktischen Wind setzen, ganz klar. Der Glyphenführer, der ist hier vorne. Theoretisch müssten die Boomerangs in Gegenden im Uhrzeigersinn fliegen, ne? Die um den Glyphenführer dann später herum. Heißt also, hier sind die ganz gut an der Ecke. Wie gesagt, ich hätte ihn hier hinten auch noch hinsetzen können. Hier so, an das hier. An den rechten Winkel. Oder hier unten auch noch hin. Ich meine, da können ja auch noch hin. Ah, egal. Wir kriegen ja genug Kohle. Erstmal machen wir hier ein bisschen Standardkrams. Hatte ja in der letzten Mastery- und Plattformmission darum gebeten oder gefragt, ne, da ich ja sonst immer nur nur Gameplay hier zeige, welche Fragen ihr denn zu BTD oder generell welche Fragen ihr habt, primär zu BTD6, das wäre jetzt nicht verkehrt, was denn irgendwelche Türme angeht, Modis oder was ich da und dies und das von halte. Da das ja damals im Livestream-Chat, oder immer noch im Livestream-Chat, wenn ich mal wieder livestreame, von BTD5 relativ vermehrt vorkommt, dass die Leute halt Fragen zu BTD6 haben, von wegen, was könntest du dir vorstellen, welchen Türme und so weiter. Und ich ja, wie gesagt, im Livestream eigentlich nicht spekuliere. Einfach, weil es da andere Fragen gibt, bessere Fragen. Yo. Tamlun, yo.
Hab noch keine Frage bekommen aus dem Grund, dass ich die Folgen hintereinander aufgenommen habe. Und ich überlege gerade, was denn die häufigste Frage war. Und ich denke, es wird die Frage sein, welchen Turm wünschst du dir? Und da bin ich eigentlich total einfallslos. Und dazu kann ich vermutlich jetzt auch nichts sagen, weil ich habe keine Ahnung, was Ninja Kiwi sich da ausdenkt. Und ich habe auch keine, ich bin total, was Designs angeht und so weiter, so Designs von irgendwelchen Türmen, Charakteren und so weiter, eine totale Niete. Ja, was würde ich mir denn wünschen? Also ich würde mir definitiv neue Türme wünschen, ganz klar erstmal. Die Frage ist halt, was für Türme? Es gab... Gab es schon mal Ideen für Türme? Im Chat oder in den Kommentaren, da bin ich mir gerade echt unsicher. Guck mal, es wären gerade irgendwie unendlich viele... unendlich viele Herzen. Okay. Ich glaube, wenn ich hier nichts mache, habe ich ein Problem, oder? Guck dich das an! Aus nichts ein Herz werden so viele, Mann. Das geht gar nicht, ey. Ich habe trotzdem nichts an Geld bekommen, weil die neuen Bloons zählen, glaube ich, nicht. Das ist lächerlich. Ich hätte natürlich eine verkaufen können und Eisbrock machen sollen. Ist egal. Jo, ist klar. Weil die Bimische Boomer auch nicht schlecht ist. Ja, puh, keine Ahnung. Also ich würde mir auf jeden Fall natürlich noch mehr Türme wünschen. Was ich mir wünschen würde. Nicht nur zwei Zweige eines Turms. Alter, die haben jetzt meine ganzen Blumenmische gekillt. WTF. Nicht nur zwei Zweige eines hier, so, sondern wirklich gefühlt unendlich viele Möglichkeiten, einen Turm aufzurüsten. Wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Dass man halt wirklich das ein Spiel niemals wie das andere sein muss. Was ja hier wirklich die ganze Zeit der Fall ist. Es ist ja immer wieder dasselbe. Sondern wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Das wäre super geil, wenn man sich zum Beispiel selber nennen. Das ist eine Möglichkeit. Also jetzt nicht von wegen, welchen Turm ich mir wünsche, sondern was es für Funktionen gibt. Und zwar wäre halt eins so ein Turmbaukasten. Das genauso wie da. Dass kein Turm auf der Welt wie der andere sein muss, sondern dass man sich aus einer unendlichen Anzahl an Möglichkeiten Biomusha, ich werde mal den hier auch wegsetzen. Der passt mir irgendwie nicht so richtig hin. Ach du Scheiße. Ja, ist okay, ne? Ist okay. Ah, okay, das war irgendwie ein Mega-Fail. Ich wollte eigentlich noch einen Radarscanner machen, aber gut. Das ist halt, also wie gesagt, dass man halt nie wirklich am Ende sein kann, von wegen mit den Türmen oder mit... Ja, mit den Türmen und mit den Upgrades an sich. Also, dass die Türme verschiedene Upgrades haben, die Türme verschiedene Bestandteile, dass man sich wirklich einen Turm basteln kann. Natürlich anhand von so einem Kostensystem vielleicht, dass man da ein bisschen eingeschränkt ist oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Vielleicht kann man sich einfach ein OP ohne Ende Tower machen, also ein richtiges Level-System, wo halt die Level auch wirklich was bringen, wäre halt nicht schlecht, weil die Level im BTD5 sind Müll. Muss man mal sagen, ne? Die bringen aber nichts. Wir haben irgendwie ein echt minimales Problem, muss ich sagen. Jetzt kommen nämlich schon Moabs. Ah, ich bin hier gerade nicht so richtig vorbereitet, muss ich gestehen. Tamalus kann ich immer noch nicht killen. Wir werden mal hier noch einen hinsetzen. Der kann dann Tamalus killen. Wenn er da reinpassen würde. War eine Kacke aber auch. Gut, dann halt so, meine Güte. Dann ist es halt so. Also wirklich, das hatte ich ja damals schon mal im Stream-Chat oder im Stream gesagt gehabt, dass ich mir halt so einen Turmbaukasten wünschen würde, wo man sich halt selber einen Turm zusammenbauen kann.
Wie gesagt, meinetwegen anhand von so einem Kostensystem, was man kennt, dass man halt bestimmte Kosten nicht überschreiten darf, sonst kann man den Turm nicht bauen. So aus dem Brave Frontier zum Beispiel. Ja, komm nicht durch. Aber sowas, dass man jetzt nicht wirklich einen expliziten Tower nennt, oder dass ich jetzt nicht einen expliziten Tower nenne, welchen ich nicht haben möchte, sondern wirklich einen Turmbaukasten, ja, mit dem man halt spielen kann. Wenn man halt sich, wo man sich die Türme halt zusammenbasteln kann. Und genauso wie in den Upgrades. Unendlich viele Zweige müsste es halt geben, also unendlich, quasi unendlich viele Möglichkeiten. Klar, es ist ein bisschen Aufwand, aber es ist halt so. Es ist halt so. Ich glaube, BTD6 wird eines der größten Projekte von Ninja Kiwi überhaupt sein, habe ich das Gefühl. So habe ich wirklich das Gefühl. Irgendwie stehen die da hinten richtig falsch, muss ich sagen. Ist ja völliger Mist hier. Und die können nichts machen? Der kann auch nichts machen? Na gut, wenn ich dann später hier Dings habe, End zu den Waffen und so, dann kann man dann da hinsetzen. Nicht einfach. Einen arktischen Wind wollte ich noch. Oh, der passt da leider. Der passt hier hin, WTF. Stopp. Nicht so schnell hier, hä? Ich glaube, der Glyphenführer. Genau, im Uhrzeigersinn fliegen die immer, die Glyphen. Er trifft jetzt aber die da hinten leider auch nicht, ne? Ne, leider noch nicht. Alle, kommen ja alle durch. Ja, das ist irgendwie eine Mission, die gefällt mir noch nicht so richtig. Dschungeltrommel? Na, ich will einen arktischen Wind auch hinbauen. Aber der steht einfach völlig falsch da hinten. Das geht gar nicht. Machen wir noch ganz kurz hier. Wir müssen auf jeden Fall, ja, irgendwie besser hinkriegen. Einfach um das Affendorf herum muss man bauen. Nicht anders. Da dachte ich mir, habe ich aber total verdient. Das habe ich wirklich verdient. Eieieiei. So. Der steht einfach mal sowas von super schlecht. Geht mal gar nicht. Verkauf dich mal, kleiner Boomerangwerfer. So. Hab ich verdient. Den Loot habe ich echt verdient, Leute. Geht gar nicht. Für so ein schlechtes Tower Building hat man einfach nur Loot verdient. Na, den Loot habe ich jetzt eigentlich nicht verdient. Boah, das hat mir aber Angst gemacht jetzt. Mal eine kleine Live-Up noch hinsetzen.